Ja, da sind wir mit Folge 52 World of Tanks immer noch ohne ein paar Mods, weil wir direkt zwei Folgen hintereinander heute aufnehmen. Nehmt uns das bitte nicht übel, dass wir die eigentlich schon gewöhnlichen Mods momentan noch nicht drauf haben, aber wir wollen nichts hundertprozentiges. Ihr wisst, was ich meine. Ja, die Dana ist im Panzer. Die Sache ist die, wir wissen ja gar nicht, ob, wenn wir das nächste Mal aufnehmen würden, die Mods schon verfügbar wären. Naja, gut, so Sachen wie XVM sind schon verfügbar, aber da wir ja ein selbst installierendes Pack drauf haben und wir auch vorhaben, das in nächster Zeit mal vorzustellen, wollen wir jetzt einfach mal abwarten, bis da die neue Version von raus ist. Ja. Da kommt schon was Böses Heavy. Oh, ein Gapo 1S, ich sollte mal gucken, dass ich meinen Arsch hier wegbewege. Aua, der war knapp. Aua, der hat getroffen. Ach du heilige Scheiße, 2 KV-1S, da brauche ich überhaupt nicht anzulegen mit den Dingern. Da kommt ziemlich viel um die Ecke. Ja, ja. Hatte ich im Vorfeld noch nicht gesagt, wir fahren in die Stadt, ist einfacher. Ja, hattest du eigentlich gesagt, ne? Ja, guck mal, hinten an der Brücke ist gar nichts los, du. Ja. Irgendwie stehe ich hier immer noch bescheiden. Und ich habe schon 100 Strukturpunkte weniger. Ich hab noch gar keine Strukturpunkte verloren. Na, du hast ja bestimmt auch schon ein Zelt und einen Grill aufgeschlagen irgendwo, oder? Nö. Ach komm. Ich kenn dich doch. Üpp, hab ich nicht. Ja, jetzt müssen wir gucken, jetzt fährt mir da irgendeiner. Ja, wunderbar, mich schiebt ein Heavy an, weil er hier durch will. Super, ja, super, toll. Hätte ja auch mal hupen können, oder? Hätte er, hat er aber nicht. Nö, jetzt kommt da gleich ein Capo 1 Eck, S um die Ecke gefahren und haut mich hier weg. Ich liebe es. Könnte passieren. Immer auch die Kleinen. Sowieso. Ja, da hinten ist noch ein T-34, ist zwar auch nur ein T-5. Oh, der hat aber gerade gut eine gekriegt, du. Ah, der hat auch nicht mehr viel. Ich hab zwar gerade getroffen, aber... ist halt noch nicht so toll mit dem Covenant da, ne? Da ist gerade irgendwo ein Jagdpanzer. Ja, das Problem ist ganz einfach, so ein KVS, der macht einen Schuss auf mich und ich bin breit. Ja. Das stimmt, das sind so Sachen, die ich mit meinem 38NA auch feststellen musste. Du bist da halt als leichter Tank, bist du da halt schnell weg. Ja. Jetzt steht hier bei dem KV-1S noch ein Churchill. Aber der Churchill brennt gerade. Ne, der KV-1S brennt. Haha. Und jetzt ist er geplatzt. Na, herrlich. So, jetzt gucke ich mal hier um die Ecke rum. Aua, 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 aua. Da habe ich gerade ganz böse einen gekriegt. Natürlich blöd. Ich habe nur noch 144 Strukturpunkte und beschädigte Ketten. Das ist ganz blöd. Ah, da hinten steht ein M8A1. So, T28, toll, den habe ich gerade im Visier, ist geplatzt. Aber da müsste trotzdem noch irgendwo der M8A1 sein. Da ist noch so viel. Jetzt bin ich der Hellcat hier gerade hinten reingefahren. Oder an die Seite. Ja, da ist noch ein T34, der hat aber nur noch ein paar Strukturpunkte. 7 Strukturpunkte, ja, und auf den habe ich vorhin auch schon mehrmals geballert. Na, der hat 7%. Denk dran, dass du das Add-on nicht drauf hast.
Ach du heilige Scheiße, was steht denn da noch alles? Hier, sag ich doch. Vor allen Dingen steht da noch eine Arti, eine AMX. Ich versuche jetzt mal den Jagdpanzer zu kriegen, den M8A1. Ja gut. Arti und Jagdpanzer sind Geschichte. Da steht noch ein Shito, der ist auch Geschichte. Linke Flanke steht ein AT-8. Und dann muss ich irgendwo noch einen Jagdpanzer 4 verstecken. So, AT-8, der Jagdpanzer ist Geschichte. Jetzt fehlt halt nur noch der Jagdpanzer 4. Mhm, der mit unserer Arti schmusen geht. Echt? Ja, guck mal auf die Karte. Ja, sehe ich nicht. Ich habe nicht so eine hohe Funkreichweite. Ich bin aber schon auf dem Weg dahin. Unsere Arti sehe ich jetzt schon. Ja, der ist gerade von der Bildfläche verschwunden. Da oben ist er, ja. Auf der Nullachse. Na, so schnell komme ich da überhaupt nicht hin. Ich muss einmal um den See rumfahren hier. Da wird die Arti wohl dran glauben müssen. Aber da sind auch zwei Heavys von uns. Ja, aber die brauchen ja auch eine ganze Ecke, bis sie da sind. Okay, der war weg. Ja. Ja, kaum fahren wir selber keinen Jagdpanzer mehr, schaffen wir es auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Das brachte mir jetzt auch gerade 710 Forschungspunkte. Aber 738. Aber mit Premium, das darf man ja nicht vergessen, ne? Und doppelte Erfahrung. Stimmt. Das stimmt. Ja, ihr Lieben, wir machen eine kurze Pause, sehen uns gleich im nächsten Gefecht. Bis gleich. Bis gleich. Ja, wie mein Kommandant gerade schon sagte, time to roll out, und das werden wir jetzt auch tun. Ich denke mal, ich werde jetzt rüberfahren zur Einsatz-Zweier-Achse. Gut, ich komme mit. Tundra ist so eine hübsche, schöne Karte. Ich mag die total. Wir werden zwar relativ viel auf die Nase kriegen gleich auf der Achse, aber okay, damit kann ich leben. Ist ja auch kein Kindergeburtstag hier. Ups. Was denn du? Mein Panzer hat gerade fliegen gelernt. Ach so, okay. Solange er keinen Schaden genommen hat, ist es ja okay. Ja, doch, hat er. So, da kommt doch schon ein Ram 2 und noch irgendwas. Das kann ich aber leider nicht erkennen, weil es sich überdeckt. Ach, guck mal an. Ein SU-76. Yippie. So, wenn er jetzt mal seine Nase da raus bewegt, kriegt er ein paar vom Kopf. Macht der Feig. Aua, da kommt noch irgendwas. T-34. Ach, da steht der, mein Gott, ich hab gedacht, der wäre von uns gewesen. Eieieiei, das war aber jetzt ein Epic-Fail. Scheiße. Was denn? Idiot. Ja, der hat mir richtig gut einen gegeben, ey. Mach den mal weg. Danke. Bitte. Oh, oh, da oben steht noch ein Schihe. Ich fahr mir aber auch einen Stiefel hier zusammen, ey. Ah, super. Ich habe keine Verbrauchsmaterialien geladen. Blöd. Hat er sich wieder verkrochen? Was soll ich dazu sagen? Ich habe keine Ahnung. Hören einschalten, Verbrauchsmaterialien laden, dann wäre ich auch da weggekommen früher. So, aber der ist ja eh schon platt jetzt hier. Aber das ist eine Mathilda. Ja, die Mathilda habe ich auch gerade gesehen. Aber leider zu spät. Ne, das war der Ram 2. Ja, was willst du machen, ne? Ja. Ja, ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir machen eine kurze Pause, schmeißen noch heute ein drittes Gefecht an. Bis gleich. Bis gleich. Und wir sind zurück auf der Karte Erlenberg, wo sich auch einiges geändert hat. Die wohl wichtigste Änderung ist die Versetzung der Basen,
wo jetzt eine Basis auf der A4-Achse liegt und die eigene Basis, wo wir gerade sind, hier auf der K6. So hat sich dieses Gekämpfe gegenüber der feindlichen Basis an der Brücke erledigt. Man muss jetzt in Zukunft sehen, wie das Gleichgewicht sich hier auswirkt. Ich finde es eine gute Änderung, bei mir ging das immer sehr auf den Keks. Dana kann ein Lied davon singen, wenn ich mal gemault habe über diese blöde Karte. Ja, aber ich singe jetzt nicht, also das Ja gut, wir suchen dann, Deutschland sucht den besten Panzerkommandanten im Gesang, ja. Ja. Lassen wir das. Ja, wenn wir uns dann in die Jury setzen, dann müssen wir ja selber nicht singen, also von dem her, Du willst dir also ernsthaft das Gejaule antun? Nein, 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 will ich nicht. Ist okay, hast recht. Dann kannst du auch DSDS gucken, du. Ja, nee, danke. Ich hab da ein Video gesehen von dem Vorsingen, was über YouTube, was da verbreitet wurde, eins, und da hab ich schon gedacht, da haben sich mir die Nackenhaare aufgestellt, ey. Es ist halt DSDS. Boah. Ja. Ich meine, ich habe ja wirklich nichts dagegen, dass man solche Castingshows macht, aber warum muss es jedes Jahr sein? Ja, und immer dasselbe. Das ist gibt mir mittlerweile ja, und Geist. Sobald es einen neuen Superstar gibt, wobei der Name Superstar für mich ja schon absolut abwegig ist, aber wie gesagt, sobald es einen neuen gibt, ist der alte einfach von der Bildfläche verschwunden. Der alte verschwindet meist schon vor der Bildfläche, bevor es überhaupt einen neuen gibt. Das stimmt, ja. Oh, da hab ich aber schön gepennt wieder, du. Ja. Wo bist du denn? Achso, okay. Dreck. Du standst da hinter mir. Das gegnerische Team ist ein Teamkiller. Ja, mal wieder. Hatten wir heute noch gar nicht. Nee, nicht wirklich. Ja, jetzt konnte ich euch gar nicht mehr die feindliche Basis zeigen, wo sie jetzt positioniert ist. Das werden wir aber auf jeden Fall nachholen. Wir sind schon wieder durch mit einer Folge. Das war Folge 52 World of Tanks. Jetzt kommt wieder das übliche Daumen hoch, Daumen runter, Lob und Kritik in die Kommentare bitte rein. Ein Abo dalassen wäre auch ganz nett. Bedanke mich noch bei dem einen, der hier in den Kommentaren noch geschrieben haben. Abo dagelassen, jawohl, Sir. Das war dann zur 50. Folge, wo ich dann in einem generalstabsmäßigen Ton befohlen habe, uns zu abonnieren. Vielleicht sollte ich das öfters tun, scheint ja zu funktionieren. Ich ja, fand es total nett. Es war ja auch nett. Ja, das letzte Wort überlasse ich jetzt mal wieder der Dana, weil die hat sowieso mal das letzte Wort. Stimmt doch gar nicht. Siehste? Stimmt doch gar nicht. Siehste? Ach ja, wenn irgendwer sich bewerben möchte für den bestsingenden Panzerkommandanten, kann er das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag, schönen Abend und man sieht sich in der nächsten Folge. Tschüss!